Zurück bei Grow Life, heute über ein gesellschaftliches, heikles Thema, Klassengesellschaft, Klassen an sich. Ist es sinnvoll, eine Gesellschaft zu haben mit Klassen, Kasten oder eine klassenlose Gesellschaft, wie sie heute ja gepredigt und als Aushängeschild für Demokratie und so weiter herhält? Klassen sind nicht gut. Das hat schon Karl Marx gemeint, erkannt zu haben. Und doch ist die kommunistische Gesellschaft sehr wohl keine klassenlose Gesellschaft gewesen, sondern eine Einklassengesellschaft. Die anderen Klassen sind dann im Vernichtungslager, im Gulag gelandet. Und doch war es mindestens eine Zweiklassengesellschaft. Die Masse, das normale Volk und die Parteifunktionäre. Eines vorweg, der Zeitgeist. Der Zeitgeist zu allen Zeiten hat ein Bewusstsein. Er lebt in dem Bewusstsein, dass die momentane Situation, die momentane Technologisierung, auch die geistigen Vorstellungen der Höhepunkt der zivilisatorischen Entwicklung wären. Oder gar der Endpunkt, wenn man sich nichts weiteres vorstellen kann, keinen Fortschritt vorstellen kann. Das ist natürlich ein Irrglaube. Auch schon der jungsteinzeitliche Mensch dachte, das Ende der Entwicklung erreicht zu haben, weil er sich nur verglich mit der mittleren oder älteren Steinzeit. Doch in Wahrheit, und das werden wir auch jetzt an diesem Thema der Klassengesellschaft sehen, stehen wir vielmehr am Anfang und nicht am Ende der Entwicklung. Die Klassengesellschaft, die es allerdings noch nicht gegeben hat, ist die Klassengesellschaft, die wünschenswert wäre. Und zwar nicht eine Einteilung nach Religion, Rasse, Vermögen, Herkunft und so weiter, sondern eine Einteilung der Menschen in Klassen nach der Güte ihres Verhaltens. Zueinander, also sozial. Und der zweite Richtwert, Richtwert Sinn des Lebens, Evolution. Davon ausgegangen, dass die Demokratie auch ein sinnvolles Zukunftsunternehmen ist, ist diese Klassengesellschaft wohl auch ein Garant oder ein Grundpfeiler der echten Demokratie. Wichtig erscheint mir bei dem Ganzen noch, dass diese Klassenvorstellung, diese Klasseneinteilung keine gesetzliche Grundlage hat, sondern auf der freien Interpretation der Bürgerinnen und Bürger erfolgt. Um das Thema vollständig auszuführen, habe ich in diesem Buch, es ist unter einem Pseudonym von mir erschienen, weil es auch eine Art Selbstreflexion bzw. Selbstgespräch ist, ein Konzept der Klassen hinzugefügt. Und zwar eine Fünfteilung der Menschen. Die höchste Klasse der Menschen ist der Meister oder Frau Mistress. Das sind die Menschen, die den Sinn des Lebens kennen und auch soziales Verhalten an den Tag legen und den Sinn eifrig auch nachgehen, also der Evolution, das Schaffen von Ordnung und höherer Ordnung in jedem Bereich des Lebens. Das sind die Meister und die Mistresses. Dann an zweiter Stelle haben wir Mann und Frau, die so halbbewusst mehr intuitiv bzw. instinktiv dem Sinn folgen. Und an dritter Stelle haben wir die Transformer. Die stehen zwischen Bewusstsein und Unbewusstheit über die Richtung des Lebens und die Einbindung in den instinktiven Kosmos unserer Gattung. Und zuunterst und das mag lustig erscheinen, aber ich plädiere wirklich für diesen Begriff, weil er so passend ist, Zombie. Zombie ist die unterste und letzte Klasse, Menschen, die nur den Konsum und dem angenehmen Leben frönen und weit weg sind von einer Erfüllung irgendeiner Sinnhaftigkeit
oder humanen Interaktion. Meister, Mistress, Mann, Frau, Transformer, das Zwischenwesen zwischen Ober- und Unterklasse und zuletzt Zombie. Wie gesagt, das Ganze soll unverbindlich sein. Ich glaube, man sollte Leute darauf ansprechen, zu sagen, bitte sei doch kein Zombie oder das ist zombiehaft oder das ist, das finde ich ist wünschenswert, das ist meisterhaft und das schafft eine Situation des Miteinanders. Auf dieser Basis lässt sich Freiheit für die Menschen begründen im Rahmen oder auf dem Weg in eine echte Demokratie. Bitte überlegt euch das. Würde mich freuen, wenn ihr mir Anregungen dazu vielleicht unten in die Kommentare schreibt. Würde mich sehr interessieren, wie ihr zu diesem heiklen Thema steht. Und bis zum nächsten Mal. Grow Life und die Bücher des Lebens.